Ohne Herz geht gar nichts. Und sind wir Menschen nicht mit ganzem Herzen bei einer Sache oder einem Menschen dabei, dann sind wir auch nicht wirklich dabei. Wenn ich Gottesdienst habe, dann sitze ich im Gegenüber zum Altar und ich blicke gerne hin zu dem Herz. Scheinbar verborgen ist es doch ganz deutlich erkennbar. Sehen Sie die blaue Tafel in der Mitte? Darauf steht der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. Ich bin da. So könnten wir ihn übersetzen. Und links und rechts davon geht es schwungvoll nach unten. Und die Spitze steht auf dem leeren Grab. In der Mitte des Altars das Herz. Pulsierendes Herz ist pulsierendes Leben. Die Liebe Gottes in der Mitte des Altars. Ich bin da, verspricht er. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann spüre ich es auch. Ohne Herz geht gar nichts. Gott ist mit Herzblut bei uns Menschen. Und wir können mit Herzblut durch unser Leben gehen. Und mit ganzem Herzen uns selbst, das Leben und die Menschen wahrnehmen. Ohne Herz geht gar nichts. Und wir haben ein Herz. Herzliche Grüße.